Herzlich willkommen zu Let's Play Total War Warhammer. Ob ihr zu mir gefunden habt über die Suche und ganz neu hier seid, ob ihr vielleicht mein Video zum Besuch bei Creative Assembly gesehen habt oder ob ihr einfach schon lange bei Martin spielt dabei seid. So oder so, herzlich willkommen zu diesem Let's Play Total War Warhammer. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel. Bin ein Total War Fan. Welche Spiele ich davon gespielt habe, hängt immer bei mir sehr vom Szenario ab. Ich war bis jetzt immer so ein Fan der Antike. Rome fand ich ziemlich super. Rome 2, trotz der Probleme am Anfang. Und ein paar andere Spiele. Andere Sachen habe ich eher ausgelassen. Warhammer hingegen finde ich richtig, richtig super. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr erzählen während des Let's Plays. Am Anfang vielleicht nicht so viel. Während des Spiels werden wir genug Zeit haben zum Erzählen. Eine kleine Enttäuschung direkt zum Start. Es gibt ja 4 bis 5 Fraktionen im Spiel. Die Chaos-Fraktion bekommt man, wenn man das Spiel vorbestellt oder schnell, ich glaube in der ersten Woche nach Release kauft oder später den DLC dazu kauft. Und ich habe euch abstimmen lassen, welche Fraktion ihr in meinem ersten Let's Play sehen wollt, im ersten Run, und das war Chaos. Ich habe jetzt eine Version vorab, ich spiele ein bisschen vor Release und da ist Chaos irgendwie nicht freigeschaltet. Ich habe Sega und Creative Assembly jetzt schon kontaktiert und das ist irgendwie ein Fehler. Bei mir wird dann Chaos noch freigeschaltet, aber jetzt gerade in diesem Augenblick kann ich es halt nicht spielen. Ich werde das auf jeden Fall nachreichen. Ich werde in den nächsten Tagen, sobald das freigeschaltet ist, dann eine zweite Kampagne starten zu den Chaos Warriors. Aber jetzt fangen wir dann halt mit der Fraktion an, die bei euch am zweitbeliebtesten waren, und das waren die Zwerge. So, was sind die Zwerge? Das Besondere an Warhammer ist, finde ich noch mehr als bei anderen Total War Spielen, die Unterschiede zwischen den Fraktionen, die ja da in dem Tabletop begründet sind. Und ich will das jetzt nicht an dieser Stelle zu sehr aufblasen. Wir können aber ganz kurz schauen, was die Fraktionsmechaniken für die Zwerge sind. Man kann die Gebiete der Grünhäute und anderer Zwergenfraktionen erobern. Das ist ja auch so eine Besonderheit, welche Fraktionsgebiete man erobern kann. Sie haben diese Grolle, dieses Book of Crutches. Feindliche Aktionen führen zur Grollmission. Das heißt, wenn die bei mir irgendwas ausführen, dann will ich da Rache üben. Und die muss ich für den Kampagnensieg alle lösen. Und ich kann das Tunnelwegenetz nutzen, die Tunnel und damit unpassierbares Gelände und feindliche Armeen umgehen. Der Spielstil ist eine robuste Einheit mit starker Führerschaft. Man kennt die starke Artillerie mit der großen Reichweite der Zwerge auch, starke Wirtschafts- und Handelsoptionen, großer Technologiebau mit Militär- und Ziviloptionen. Sie sind magieresistent, aber sie haben auch hohe Rekrutierungs- und Unterhaltskosten, keine Kavallerie, kleine Einheitengröße und keine Magie. Die Top-Einheiten: Gyrobomber, Slayer und Eisendrachen. Zum Start des Spiels kann man sich immer einen, auf Englisch hieß es Legendary Lord, aussuchen. Ja, eine Hauptfigur. Man kann später auch andere Lords immer rekrutieren und in die Missionen bekommen, in die Kampagne. Aber man fängt mit einem an. Da ich jetzt euch ganz gerne auch und für mich auch das Tutorial und die Einführungsschlacht mitnehmen möchte, nehme ich hier den Fraktionsführer Thorgrim Grollbart. Für den anderen ist dieser Start leider nicht verfügbar. Er ist der Fraktionsführer, ist ein mächtiger Nahkämpfer und Anführer, hat geringe Baukosten, viel militärische Rekrutierungsgebäude und weniger Unhalt für Langbärte und Hammerträger. Zusätzlich fängt er mit Grollschleuder, Armbrustschützen und Hammerträger an. Die Helden unterscheiden sich dann je nach Fraktion ein bisschen. Zwerge haben keine Magie, gerade solche hier bei den Vampirfürsten ist dann einer mit Magie dabei oder vielleicht einer, der eher auf der Kampagne stark ist als in der Schlacht. Das sind halt die Unterschiede zwischen den Fraktionen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal die Kampagne an. Sehen uns das kleine Einführungsfilmchen der Zwerge an. Das Intro von Total War Warhammer habe ich getrennt auf den Kanal hochgeladen. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, an dieser Stelle gucken wir uns nur das kleine Einführungsfilmchen der Zwerge an. Da haben wir schon so einen Gyrobomber. Versinkt in einem gnadenlosen Krieg. Dies war schon immer so. Eine Zeit, die einfach kein Ende nehmen will. Ah!
neuer Sturm zieht auf. Und nun schlägt die Stunde der Mutigen, ein Zeitalter der Rache herbeizuführen. Ich trete vor den Hochkönig der Zwerge als Bote einer neuen Zeit. So finde ich mich an der rechten Hand des Königs wieder. Ich bin zur rechten Zeit hier, denn aus dem Süden vernehmen wir schaurige Kunde. Grünhäute versammeln sich unter dem Banner eines grausamen Wartbosses. Nun führt mein Lehnsherr Thorgrim Grollbart eine mächtige Streitkraft aus Karasakarak ins Feld und zerschlägt alle Feinde, die sich uns in den Weg stellen. Karas Ankor im alten Glanz erstrahlen zu lassen, so muss er das Land von den Grünhäuten befreien. Jene, die sich im Schatten des Immergipfels versammeln, wären ein guter Beginn. Fellow Dewey, I see Orc Scope. They foul our mountains with their vile tales. The Damask Kron, our great book of grudges, is filled with such green skin atrocities. Bring hammer and axe. Show these irks and Grobe no mercy. Eure Streitkräfte beginnen mit dem Angriff, mein Herr. Seht selbst. Ja, und da sind wir schon in der Einführungsschlacht und Tutorial. Also mit WASD kann ich die Kamera bewegen und mit der mittleren Maustaste kann ich die schwenken. Mit dem Mausrad kann ich halt ran oder hoch und runter zoomen. Greift selbst in den Kampf ein, auf dass eure Krieger von eurer Anwesenheit ermutigt werden. So. So, jetzt kann ich hier zwischen der taktischen Karte wählen und der mit einem Tab. Und eben wollte ich noch mit Umschalt, würde mir noch was erklären, mit der Steuerung eigentlich. Das hat sich jetzt aber schon gerade wieder erledigt. Ich habe das zwar zu schnell weg, man kann sich eigentlich noch die Tutorial-Nachrichten mal ganz kurz gucken. Berate, kann ich einen ausschalten, müsste aber eigentlich noch einen Log geben. Ich, wie gesagt, ich habe bisher auch eher zugeschaut. Ich habe solche beim Lead-Campaign-Designer zugeschaut, also mit ihm zusammen gequatscht, als ich in England war. Manche Shortcuts kenne ich dann selber noch nicht unbedingt, deswegen werde ich auch selber viel rumprobieren. Ist aber, denke ich mal, zum Start eh nicht verkehrt. Ich nehme die Spielanleitung. Okay, da passiert gerade nichts. Wurscht, wir machen einfach mal das, was da mit Umschalt stand, werde ich schon sehen. Also, natürlich kann ich mit dem Linksklick einzelne Einheiten auswählen oder ich kann einen Rahmen ziehen. Ich werde jetzt mal hier die beiden Einheiten wählen, die er von mir möchte. Und weiterspielen. So, hier steht es nochmal mit einer Auswahlbox und mit einer Rechtsklick kann ich sie wohin schicken. Mit einem doppelten Rechtsklick, kennt man auch, dann rennen sie. Kann man auch hier unten ein- und ausstellen. Da verbrauchen sie, da sind sie halt schneller erschöpft. So, da sind sie ordentlich auf dem Weg, da sehen wir schon unseren Thorgrim. Und da hinten sind die Greenskins, unsere Feinde. So, okay. Und dann geben wir ein bisschen Gas, deswegen bleiben wir mal Informationen gehen ungefähr. So, mit der rechten Maustaste. Wenn ich mal kurz pausiere, wenn ich mal ein bisschen erkläre. Mit der rechten Maustaste, wenn ich es halt gedrückt halte, die rechte Maustaste, kann ich halt aussuchen, welche Formationen sie einnehmen sollen. Na, wie tief die gestaffelt stehen sollen. So, und ich denke mal, diese Information finde ich jetzt gar nicht schlecht. Dann können sie da mal weitergehen. Man kann ja auch einstellen, ob ein Fernkämpfer eher hinten stehen soll oder vorne. So. Und wenn ich die Leertaste gedrückt halte, na, dann sehe ich mal, was die anderen Einheiten gerade so vorhaben. Wenn ich irgendwie unsicher bin, was machen die eigentlich alle, dann kann ich hier schauen, okay, die sind da auf dem Weg, die greifen die an und. Jetzt treffen die schon aufeinander. Zeigt den Vorfahren, dass der Geist der Davi ungebrochen
Ja, soll sie jetzt angreifen? Das machen wir mal. Wir fallen ihn hier. Mal gucken. Ich würde eigentlich ganz gerne. So, die müssen in die Seite fallen. Na gut, das ist eh schon zu spät. Die gucken, sie stehen mit dem Rücken zu mir. Das passt ganz gut. Und dann fallen die einfach hier schön in die Seite, während sie mit den anderen Einheiten mal schon beschäftigt sind. So. Er hat natürlich jetzt ein paar besondere Fähigkeiten. Und das wollen wir mal machen. Genau. Das Schöne ist bei Total War schon immer, und das ist auch bei Total War Warhammer nicht anders, wenn man halt schön rangehen kann und die Kämpfe sehen. Greift ihn an, jawohl. Und der Axt schön weggeklopft. So muss das sein. Sie insgesamt, wie sie hier ganz gut angreifen. Ups. Die können sich mal ein bisschen neu formieren. Und da angreifen. Die Helden halten schon eine Menge aus. Man sieht ja oben ja immer, wie gut es ihnen noch geht. Und ein paar Verluste hier erlitten. Ah, die Feinde brechen ein. Sie fliehen vom Schlachtfeld. Genau, was man kennt. Führerschaft und Flucht. Senkt die Führerschaft einer Einheit, so die Moral, dann flieht sie vom Schlachtfeld, befolgt keine Befehle mehr. Nach einer Weile können die sich erholen. Mit Führerschaftsstufe einer Einheit und anderen Faktoren sieht man, wie es denen gerade geht. Das ist halt dieses kleine Zeichen hier. Man kann das auch beeinflussen. Natürlich haben zum Beispiel Helden prinzipiell erstmal einen Bonus. Man sieht auch solche wie halte die Stellung. Plus 16 auf Führerschaft hat das den Effekt zum Beispiel. Also das kann man dann auch gut nutzen, wenn man sieht, okay, die Führerschaft einer Einheit ist gerade nicht so ideal. So, lass mal weiterlaufen. So. Die kämpfen sich hier schön da rein. Und Thorgrim räumt auch gerade ordentlich weiter auf. Da muss man mal ein bisschen tödlichen Ansturm geben. Verstärkungen, mein Herr! Die Streitkräfte unter eurem Kommando wachsen! Neue Truppen sich ihnen anschließen. So, mehrere Einheiten haben im Control, kann man halt mehrere Einheiten gleichzeitig auswählen. Das sind also ein bisschen die Basic Steuerungseinheiten. Gibt noch ein bisschen Gas hier. Da klopft immer noch, das wird hier erstmal loswerden. Geschwindigkeit, Vitalität, Angriffsbonus ist eigentlich immer ganz gut. Der Cooldown ist auch nicht so hoch. Können wir jetzt mal gerade nutzen. Jetzt werden die zerrieben zwischen unseren Einheiten. Wie gesagt, ein Tab kann man dann zwischendurch auf die Großeinheit schauen. Dass euch auch während der Schlacht Rat und Hilfe zur Verfügung stehen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das wollte ich gerade vorhin mal suchen. Es gibt den Beraterverlauf. Ja, das ist das, was ich vorhin gesucht habe. Wenn man was verpasst hat. Das muss ich nochmal gucken. Ist das hier unten? Einheitenkamera, Einheitendetails sind die Sachen. Der Berater, die sind die Einstellungen. Das muss ich nochmal ganz gucken, wo der Beraterverlauf ist, aber das finde ich dann später auch noch. Ich will auch nicht immer zu viel Kleinigkeiten auf einmal machen. Man findet das schon auch raus. So, wie läuft es denn hier hinten? Hier kommen die von der Seite. Ein paar Fernkampfeinheiten. Die stehen hier noch. Und sind Fernkampf, können wir eigentlich mal da mal angreifen. Die sind dann eigentlich eh ziemlich zermalmt. Ah, ich habe die hier noch. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das war wahrscheinlich das von vorhin. Okay, Jungs. Einige Entfernungen sind ihre Geschosse am effektivsten. So, dann greift mal an. Hier haben wir ein paar Musketengeschützen. Die anderen müssen natürlich in den Nahkampf. Da können wir jetzt auf die einschießen. So, ich kopiere die mal kurz. Das ist mal Gruppe 1 für mich. Das ist mal Gruppe 2 mit Control. So, die fliehen da hinten schon. Also, guckt, hier liegen noch ein paar Leichen. Die sind irgendwie. Ich kann hier einfach mal angreifen. Er hält ziemlich viel aus. Da muss ich mir nicht zu viel Sorge machen. Die sind hier hinten unterwegs. Sind jetzt hier im Nahkampf verwickelt. Da wird jetzt ein bisschen Seite geschleudert. Ich werde mal trotzdem mich mit zu den anderen mitgesellen, dass sie ein bisschen zusammen sind und auch von seinem Boni profitieren. Eure Worte und Taten können die Truppen um euch ermutigen. Nutzt euren Einfluss. Jetzt bekommen wir was oder eine neue Info über Kommandanten. Der Kommandant ist die wichtigste Einheit einer Armee, greift umstehende Einheiten, gibt er automatisch oder passiv einen Führerschaftsbonus, was ich halt vorhin meinte. Außerdem haben sie die Fähigkeiten oder Fertigkeiten, mit denen man halt da arbeiten kann, was ich ja eben schon genutzt habe. Das will ich jetzt auch machen, deswegen schicke ich die jetzt auch nochmal mit halt zu meinen anderen Truppen, die hier ein bisschen verteilt stehen. Ja, hier ist ein bisschen viel Action, dass wir mal gucken. Dass eher die mal hier zu rüberziehen. Den ziehe ich auch mit dazu.
Und dann kann ich da dann meine, ja, meine Möglichkeiten mehr nutzen. Nahkampfabwehr, Nahkampfangriff stärken zum Beispiel, damit die auch davon profitieren. Wir müssen ein bisschen gucken, wie die hier schießen. Echt mal ganz hübsch. Die kämpfen das jetzt zusammen. Die Nahkämpfer binden die dann und im Fernkampf schieße ich hier an alle kaputt. Da bleibt von denen jetzt langsam eh nicht mehr viel übrig. Das beende ich hier immer noch. Gehen wir kurz wieder zum Torgrim. Okay. Die ziehen sich da zurück. Oh, da kommt von hinten noch ein paar. Der feindliche General begibt sich endlich ins Gefecht. Gnarstrak kämpft inmitten seiner berittenen Krieger. Okay. Dann greifen wir hier an. Hier kommen die Spinnenreiter. Und dann geben wir ruhig mal ein bisschen ein paar Boni an meine Einheiten, die hier stehen. Ich habe es hier gerade viel zu tun. Da sind auch ein paar welche, wie man sieht. Okay. Jetzt hier. Mitten im Getümmel. So, wie schlagen die sich? Wir haben schon einige Verluste eingefahren mit ihnen. Man sieht das. Sind sehr müde. Wir sind zwar noch begeistert, aber haben auch schon richtig Verluste eingefahren. So, von 75. Denen geht es natürlich hier noch ganz gut. Die rollen von hinten das Schlachtfeld auf. Und also nicht zu viel uns da aufteilen. So, die sind hier vorne im Nahkampf. Die schießen hinten herein. Ups, da kommt eine Nahkampfeinheit. Da würde ich mal ganz gern, dass zumindest die sich hier kurz zurückziehen und neu positionieren. Und das war eine Nahkämpfer hier mal, die abfangen. Weil die sollen doch eher auf im Fernkampf arbeiten. 36, hab noch ein paar verloren, aber es geht immer noch ganz gut. So, jetzt können sie sich umdrehen und jetzt die hier angreifen. So, was ist hier bei Torgrim los? Hier ein bisschen die Fertigkeiten nutzen. Der Cooldown ist ja nicht besonders hoch. Schlagen sich immer noch hier rum. Ja, mit den da ziehen sie sich zurück, okay. Das sieht auch ganz gut aus. Gnarstrak fliegt aus dem Tal. Die verbleibenden Probi werden gewinnen. Die grüne Holz. Ich werde jetzt statt denen jetzt wild hinterher zu rennen, mich lieber mal auf den Teil der Schlacht noch konzentrieren das hier. Jetzt steht schon, die Schlacht ist gewonnen. Die entweder wenn alle gegnerischen Soldaten getötet sind oder die Flucht geschlagen. Gut, Belagerungsschlachten sind nochmal, wenn man einen zentralen Siegpunkt erobert, das ist noch ein bisschen eine andere Geschichte. Aber das läuft jetzt hier ganz gut. Wir haben ja einige Verluste erlitten. Es war in dem Fall sozusagen ein knapper Sieg. Sehe ich jetzt anders, aber mein Gott. Die Götter verachten jene, die nur knapp dem Untergang entkamen. Ich finde nicht, dass wir knapp dem Untergang entkommen sind. Aber mein Gott, da haben wir jetzt also diese erste kleine Tutorial-Schlacht gewonnen. Da muss man sich wahrscheinlich auch sehr doof anstellen, um die zu verlieren. Wie gesagt, ich versuche auch selber jetzt noch, ich muss selber mit dem Spiel jetzt ein bisschen einsteigen und gucken, was sich wie spielt. Das können wir ja gemeinsam entdecken und in zukünftigen Runs. Der heilige Gipfel ist sicher, König Grolbart. Anders machen. Die Berge donnern unter den Füßen eurer kriegsbereiten Armeen. Doch noch immer ist eure Rasse bedroht. Das ist die Kampagnenkarte. Das ist ja das Zweiteilige vielleicht für Leute, die Total War Warhammer nicht so gut kennen. Das Spiel gliedert sich in zwei Bereiche sozusagen. Es gibt aber die große Kampagnenkarte. Das ist rundenbasiertes Spiel. Da verschiebt man größere Armeen. Man kann seine Siedlungen und die ganzen Sachen managen, Gebäude bauen und Diplomatie betreiben und alles sowas. Auf eher einer globalen Ebene, auf einer Weltkarte. Auch hier Armeen und Fraktionen erstellen, überwachen, befehligen hin und her. Man sieht hier die Provinzen und die Siedlungen in den Provinzen. Und dann gibt es den zweiten Teil, den man eben gesehen hat, mit den Echtzeitschlachten, die immer da stattfinden, wo halt dann Armeen aufeinandertreffen. Und dann spielt es auch in den Terrain, wo man sich halt trifft. Das war damals, als das erste Mal war, da hat der Hammer, sensationell, wenn man irgendwo gekämpft hat, wo ein Fluss war und ein Wald. Und dann hat man da dann die Schlacht ausgetragen, ist dann auch auf dem Schlachtfeld tatsächlich der Fluss und der Wald oder der Berg oder wie auch immer. Und das war schon was Besonderes.
inzwischen nicht mehr so. Ich weiß noch, dass es damals sehr, sehr cool war. Hier sieht man meinen Thorgrim. Hi. Und seine Armee. Und sieht, da geht es hier nicht ganz so gut. Ich spiele übrigens auf Ultra. Ich habe alle Grafikoptionen auf Ultra gestellt, beziehungsweise wurde mir das auch vom Spiel vorgeschlagen. Ich habe eine GTX 980. Sollte das eigentlich ganz gut handeln. Sieht soweit auch gut aus und läuft auch gut. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen immer habt, schreibt es in die Kommentare, dann versuche ich die zu beantworten. Zur Technik, zu allgemeine Fragen, wie auch immer. Die Lande in diesem Gebiet sind noch von Grünhautabschaum verseucht. Seht selbst. So. Also. Mit Mausrad kann ich hier einen rauszoomen, wie auch. Mit WASD kann ich es hier halt die Kamera bewegen oder auch hin und her schieben. Und ja. Es gibt drei wichtige Positionen jetzt an dieser Stelle, Anfang der Kampagne. Das ist einmal hier. Die Grünhäute der Blutspeere entweihen eure heiligsten Monumente. Sie müssen eiligst aus diesen Bergen vertrieben werden. Kein Zwergenkönig darf derartiges Pack so nah am Immergipfel dulden. Ja, das habe ich auch nicht vor, dass ich die hier dulde. Die Blutspeere. Ja, wir sind noch wirklich sehr, sehr nah an Karas Karak. Das wollen wir nicht dulden. So, dann gibt es ja noch eine zweite wichtige Position. Die Zwerge von Barak-Var betrachten eure Sache mit Wohlwollen, Herr. Mit etwas Überzeugung werden sie sich eurem Kampf gegen die Grünhäute anschließen. Hier stehen nochmal ein paar zusätzliche Tipps zur Fraktion. Fraktionen sind Stämme, Völker oder Nationen, auf der Kampagnenkarte eben, die dann in Siedlungen wohnen und Armeen haben. Wenn man keine Armee oder Siedlung mehr hat, wird eine Fraktion zerschlagen und ist dann halt nicht mehr relevant. Und das sind hier andere Zwerge, das ist bei anderen Fraktionen auch so. Die Fraktionen sind jetzt nicht immer von Anfang an geeint, dass man die ganzen Zwerge spielt, sondern es gibt auch innerhalb der Zwerge halt verschiedene, ja, Strömungen und manchmal muss man die erst überzeugen, dass sie mit einem zusammenarbeiten. Das sieht man später in der Diplomatie. Und der letzte wichtige Punkt oder Position ist hier. Der Schorfaugenstamm der Grünhäute setzt von seinen schwachen Lagern auf den Ebenen aus seine Angriffe gegen euch fort. Achtet genau auf jegliche feindliche Bewegungen. Das sind die drei wichtigen Positionen. Und dann kann man halt überlegen, was man in welcher Reihenfolge macht. Für mich persönlich würde ich sagen, erstmal die in der Steppe sind so mäh, sind halt weit weg. Die Blutspeere hier, direkt neben Karas Akarak, die sind eher weit oben auf der Prio-Liste. Natürlich ist auch nicht schlecht, dann andere Zwerge mit in den Kampf zu holen. Es gibt nur eine Antwort. Rache. Die Blutspeere dürfen sich nach ihrer Niederlage nicht wieder versammeln. Stoßt vor und führt den Angriff weiter. Stoßt vor und führt den Angriff weiter. Gar keine schlechte Idee. Hier steht es nochmal zu Armeen, damit kann man halt Siedlungen angreifen, sie verteidigen oder einfach feindliche Armeen, die sonst so auf der Karte rumwandern, angreifen. Eine Armee wird immer von einem Kommandanten angeführt. Ja, das ist hier in diesem Fall der Thorgrim. Und man kann sie mit dem Linkklick halt auf der Kampagnenkarte dann auswählen. It is time. Und man sieht dann hier unten, welche Einheiten innerhalb ja, da vertreten sind. Innerhalb der Armeen. Andere Armeen, ich habe ja bei meinem Besuch bei Creative Assembly, übrigens das Video findet ihr auch auf dem Kanal, das werde ich am Ende nochmal sagen, aber falls ihr für euch sowas interessiert, ich habe 90 Minuten mit dem Lead Campaign Designer gespielt, auf Englisch zwar, aber es ist dann sicherlich sehr interessant mit dem Mann, der 4-5 Jahre das Spiel designt hat, also Lead Campaign Designer, was der so zu sagen hat, guckt auf den Kanal, da spiele ich die Vampire Counts, oder er spielt die und ich quatsche mit ihm darüber. Da sind aber auf jeden Fall diese Einheiten Größe oder Armeegröße 40. Das ist ein bisschen was, was ich meinte. Oder was auch im Loading-Screen oder im Start-Screen schon stand. Die haben eine kleinere Einheitengröße. Also keine 40 Armeen hier, sondern 20. Wenn ich jetzt nicht Quatsch erzähle, ich hoffe nicht. Ich glaube, die anderen hatten 40. Und dann sieht man hier, welche Einheiten da drin sind. Im Moment sind es 7. Diese 7 Einheiten hier. Halt ein Lord, ein Anführer und 7 andere. Hammerträger, Zwergenkrieger, Bergwerke, Armbrustschützen zweimal und 3 Grollschleuder. Man sieht auch immer, wie gut es denen geht. Ja, ob sie halt ja, angeschlagen sind und sich erst erholen müssen und wieder aufgefüllt werden. Aber in diesem Fall sieht das ja alles ganz gut aus. Man sieht links dann die Stats. Was können die halt? Da sind gepanzert, rüstungsdurchdringend, die haben Panzerung und Schild. Selbst die
Armbrustschützen sind annehmbare Nahkämpfer. Man sieht es dann auch mal ganz genau mal. Rüstung, Führerschaft haben die zum Beispiel ganz gut. Geschwindigkeit, und dann sieht man Nahkampfangriff. Ist bei denen echt gar nicht schlecht. 16, wenn man es hier vergleicht mit 22 und 18 von den Bergwerkern und den Zwergenkriegern. Na gut, die Hammerträger liegen da ganz weit vorne. Aber jetzt im Vergleich zu denen ist es gar nicht so verkehrt. Natürlich haben sie aber mehr Waffenstärke im Fernkampf eigentlich. Ne, haben Munition, die haben eine große Reichweite, Geschossschaden, was eigentlich ihr Bonus ist. Hier sieht man noch eine Artillerie. Da ist der Geschossschaden nochmal ganz anders. Die Reichweite natürlich auch. Dafür sind sie im Nahkampf dann nicht besonders stark. Dann machen wir einfach mal, was das Tutorial von uns möchte. Wir sollen hier gegen die Blutspeere vorrücken. Ihn ausgewählt. Ups, falsch geklickt. Gut. Die Feinde werden eure Bewegungen zweifellos bemerkt haben. Nun werden sie verzweifelt versuchen, ihre Hütten gegen euch zu befestigen. Naja, versucht das ruhig mal. So. Noch mehr eurer stolzen Männer stehen bereit, gegen die Invasoren anzutreten, mein Fürst. Rekrutiert sie, damit sie für die bevorstehenden Schlachten bereitstehen. Ja, also, man kann halt zusätzliche Männer rekrutieren, damit ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Man kann also die Armeen vergrößern. Auch das ist von Fraktion zu Fraktion ein bisschen verschieden. Solche Vampire Counts haben dann noch andere Möglichkeiten als die Zwerge. Ready. Und jetzt kann ich hier unten das Rekrutierungsfenster öffnen. So. Und jetzt soll ich 3 weitere Einheiten rekrutieren. So, die Kosten für die Rekrutierung erscheinen auf der jeweiligen Einheitenkarte und werden von der Schatzkammer hier oben abgezogen. Da sieht man, wie viel in diesem Fall Gold ich habe. Das hat auch bei den Fraktionen jeweils unterschiedliche Ressourcen. Und man sieht hier, wie viel ich jede Runde voraussichtlich dazu bekomme. Da sieht es auch ein bisschen unterteilt, was das jeweils bringt. Ne? Über Handel, Steuern, sonstige Einkommen und Gesamt. Sag ich hier 2700, aber ich habe eine Armee, die kostet 1100 pro Runde. Also habe ich dann irgendwann dann 1600 als Balance. Dann sieht man hier rechts andere Sachen, das wird auch noch erklärt. Aber auf jeden Fall muss ich, um Einheiten zu rekrutieren, was aus der Schatzkarte haben. Und hier unten sieht man, wie teuer ist das, die zu kaufen, zu rekrutieren und wie teuer sind sie dann pro Runde im Unterhalt. 3 Einheiten sollen wir rekrutieren. Und die kann ich noch nicht rekrutieren, weil ich bestimmte Gebäude noch nicht habe. Das heißt, ich kann jetzt hier noch ein paar Bergwerke oder Zwergenkrieger rekrutieren. So, gucken wir uns ganz kurz die Stats mal an. Die Bergwerke sind günstiger, sind aber auch in der Abwehr wesentlich schwächer. Zwergenkrieger, das dauert auch eine Runde oder manche auch mehrere Runden, das hängt von Einheit ab, bis sie dann in der Armee erscheinen. Und ich gönne mir das einfach mal so. Man sieht dann auch, wie dann das direkt aus der Schatzkammer abgezogen wird. Und sobald sie dann, das wird nicht sofort hier beim voraussichtlichen Einkommen abgezogen, die 107, sondern erst wenn sie dann wirklich, sagen, erstellt sind, wenn sie wirklich da sind, dann wird es abgezogen. Ich gucke mal was. Nützlich gegen Tore. Ja, aber die haben ja keine Tore, glaube ich, oder? Diese, vielleicht noch eine zweite Bergwerkeinheit. Ach, Quatsch. So, Zwergenkrieger. Die Rekruten werden erstklassige Krieger sein. Vorerst muss der Trupp in Position bleiben, damit die Ausbildung durchgeführt werden kann. Genau, ich muss also an Ort und Stelle bleiben, damit die wirklich rekrutiert werden. Dann haben wir schon 10 von 20 die halbe Größe der maximalen Einheitenstärke erreicht. Kümmern wir uns auch um die Verbesserung eurer Infrastruktur daheim. Ein solides Hauptquartier wird sich in den kommenden Schlachten bezahlt machen. Ja, also man muss auch auf der Kampagnenkarte immer seine Siedlungen ausbauen und schauen, was man da ja, machen kann, worauf man die Prioritäten liegt. Das wird man auch später sehen. Ähnlich bei den Helden hat man immer verschiedene Möglichkeiten, Siedlungen, Helden und so weiter auszubauen. Manche setzen vielleicht dann eher auf Diplomatie und Handel, obwohl das natürlich in einem Spiel, das Total War heißt, Krieg spielt immer eine sehr große Rolle. Aber man kann natürlich ein bisschen Prioritäten setzen. Und das wollen wir uns, denke ich mal, in der nächsten Folge anschauen. Wenn ich dann mit den Zwergen weiterspiele, Total War Warhammer. Wie gesagt, auf meinem Kanal gibt es jetzt auf jeden Fall zu den Zwergen einige Folgen. Dann gibt es auf jeden Fall, wenn es jetzt noch nicht hochgeladen ist, dann lädt es gerade noch hoch. Das ist ein relativ langes Video, deswegen braucht es ein bisschen zu verarbeiten. Mein 90-Minuten-Video mit dem Lead-Campaign-Designer von Total War Warhammer, wo wir die Vampire-Counts spielen. Und
schon relativ bald, wenn alles nach Plan läuft, möchte ich auch Chaos spielen. Ich hoffe, ihr seid fleißig mit dabei, wenn ich Total War Warhammer weiterspiele. Ja, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns wieder in weiteren Videos.